Sie zieht ab und er läuft hier rum. Du siehst mich nicht. Ich bin unsichtbar. Du siehst mich nicht. Du kannst mich nicht sehen. Immer beide. Euch geht's gut. Ah, okay. Mist. Was hat er das dabei gehabt? Das ist schön, dass es euch gut geht. Mir geht's auch gut. Okay, hat nichts Besonderes dabei. Ich bin auf der Suche nach dem Immobilienbüro hier im Mast District und ich habe eine Vermutung, wo es ist. Ich glaube, das ist das hier. Es muss eigentlich das sein. Ich hoffe, es ist das. Ja, das ist es. Da, zu dem muss ich. Never a better time than right now to settle down and make New Atlantis home. If you're a citizen, of course. Well, well, if it isn't the United Colony's newest Class 1 citizen, you've made quite a name for yourself in New Atlantis. In fact, the higher-ups want to thank you for your dedicated service by giving you one of the nicest pieces of real estate in the city. It's a premium penthouse at the top of Mercury Tower. Best location in New Atlantis, in my professional opinion. What do you say? It'll just take a second to get you registered as the owner. Ja klar. Great! You're in for a real treat. It's one of my favorite apartments in the city. Okay, you're all set. Your new home's located in Mercury Tower in the residential district. You'll love the place. It has a gorgeous floor plan and an unbeatable view of the city. Now that you're an owner, I'm sure I'll be seeing you around town. Kann ich da jetzt vielleicht meine Baumaterialien zum Schiffsinventar, zum Schiffsfrachtraum hinzugefügt? Der war doch eh schon voll. Ah ne, Moment, ich habe was verkauft, der war schon wieder leer. Kann ich da Ressourcen lagern in dem Apartment, in dem... Okay, warte, habe ich jetzt eine Quest gekriegt, die mich dahin führt? Nächsten Donnerstag kennen wir uns 2 Jahre. Krass. Ist das so lange her schon? Ist ja witzig. Wow. Das freut mich, dass wir uns schon so lange kennen. Und dass du noch da bist, um mir das zu sagen. Cool. Was machen wir denn da? Okay, wir haben keine Quest, die uns dahin führt. Das heißt, ich muss das Ding wieder selber finden. Oh nein, es war einer von diesen Nobeltauern. Moment. Ich kann da, glaube ich, schnell reisen hin. Besuche dein Penthouse. Doch, da habe ich eine Quest. Hier. Ich habe es zwar gerade nicht gesehen, aber. Übernächsten Sonntag ist der 31. Ach so, okay. Ah, Mensch, ja dann. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit, uns was zu überlegen. So, what's the point? Of what? Gehen wir hier hin. Irgendeiner von diesen Towern hier ist der Penthouse Tower. War das der Apollo Tower? Könnten ja manche essen gehen. Ja, klar, weißt du was? Ich hau mir eine Tiefkühlpizza rein und mach, suche irgendwo eine Webcam. Und okay, das ist nicht der richtige für mich. Und dann kann ich dir einfach in die Webcam reinschmatzen.
Ich kann noch ein Teelicht anmachen hier vielleicht. Ah, schau, der Athena Tower war's. So, und das hier ist das gleich unsere Wohnung? Nee. Ist das hier unsere Wohnung? Nee, das kann nicht sein. Hier. Da stand irgendwas mit Aussicht. Hier ist aber keine Aussicht. Das ist. Ach, warte, das ist das. Das ist der andere Typ gewesen. Wir haben hier irgendwie so einen Verbrecher gefunden. Boah, gut, dass ich mich so gut orientiere im Spiel. Ich muss auch endlich mal das Game anfangen, so wie viele andere Spiele. Startet bis ins Hauptmenü und dann liegen lassen. Ja, es kommt gerade viel zu viel gutes Zeug raus. Das Problem kenne ich. So machen wir es. Tiefkühlpizza über Webcam-Futter. Das ist was anderes hier, oder? Ach, okay, der Waffenhändler. Nein! Did you need something? Eigentlich nicht. Du stehst nur in der Tür. Yes. Aber es lohnt sich, glaube ich, Starfield, ja. Es gibt zwar viele, die... Ist das der Mercury Tower war es, oder? Das ist das Noble Ding. Penthouse, ja, das müsste richtig sein. Wobei, der Feuerlöscher hier so schlampig rumliegt. Kann ich Sachen bewegen? Auch? Ich konnte. Nee? Nee? Okay. Also mit E halten geht's nicht. Ich weiß nicht, wie ich sonst bewegen sollte. Jetzt sind wir in unserem Apartment. Man sieht schon Designerlampe hier. Lalalala. Lampe. Und matschige Fenster, die gehören dazu, ganz klar. Warum haben die keine klaren Fenster hier? Oh nein, ich habe mich verlaufen. Was war der Ausgang? Das nicht, das... noch ein Raum für eine Designerlampe. Muss ich Möbel extra kaufen oder wie sieht das hier aus anscheinend? Hey, du hast uns so große Dienste erwiesen, wir... Du kriegst ein Apartment für uns, ein Penthouse, aber ohne Möbel. Und du kannst jetzt deine... Das ist anscheinend die Dusche? Nee. Was ist das? Der Vorratsschrank. Neben der Küche. Kannst jetzt in deine Luxus, in dein Luxus-Apartment kannst du jetzt deine Klappstühle reinstellen und deinen Campingtisch. Hier ist die Dusche. Ach, die ist schon drin. Okay. Aber die, ah, die ist kaputt. Mann, ich kann da nicht rein. Ich kann mich nicht duschen. Weiter stinken. Okay. Die haben doch was mit Aussicht geredet. Von Aussicht geredet, aber ich sehe hier nur Gemüse und... Ah. Ein Balkon. Ach so. Oh. Oh. Aussicht. Endlich mal entspannen. Über der Stadt. Jenseits des Verkehrs. Und den Abgasen. Da ist mein Raumschiff. Da. Ich kann mein Raumschiff von hier sehen. Man sieht hier ganz schön viel.
Eine so hohe Stundenanzahl gibt es bei dir nur bei Call of Duty. Aha. Bist du eher so der Shooter-Spieler? Hier ist der Waschraum und eine Waschmaschine habe ich sogar. Immerhin, duschen kann ich nicht, aber meine Klamotten kann ich waschen. Erstmal alle Türen aufmachen, bisschen lüften. Für Durchzug sorgen. Wow. Okay, das ist schon eine nette Aussicht. Wäre schön, wenn es jetzt noch Tag wäre oder Sonnenaufgang oder so. Welche Richtung gucke ich denn? Das wird Norden sein. Nach Osten, okay. Eine Bank wäre hier auch ganz nett. Okay, die Front hier hat doch jetzt irgendwelche Sachen bekommen. Sonstiges. Nee. Ressourcen. Haut. Mhm. Schale? Nee. Schale? Nee. Okay. Wie baue ich denn jetzt hier? Ich habe was Neues bekommen. Achso, den Schlüssel, okay. Hallo, Hulk Heinz. Guten Abend. Nicht mehr wirklich. Früher hast du es gerne gezockt. Heute macht es kaum noch Spaß. Hast du viele Multiplayer gespielt, oder? Keinen Spaß mehr wegen anderen Spielern oder weil man, also klar, Multiplayer, andere Spieler, sind die anderen einfach zu gut oder bist du zu schlecht? Ah, ich habe neulich mal The Finals gespielt mit meinem Bruder. Ich habe überhaupt nicht durchgeblickt, das war grausam, aber ich habe mich mehr verlaufen, als dass ich gestorben bin. Aber ich bin wesentlich öfter gestorben, als dass andere wegen mir gestorben sind. So, wie baue ich jetzt die Möbel ein? Geht das überhaupt? Wurde das irgendwo erklärt? Ach, ich brauche für alles eine Anleitung, das ist schlimm. Okay, weißt du was? Wir lassen das mal. Ich könnte natürlich. Sollte hier nicht eine Waffe drin sein? Bei 3? Warum ist da keine Waffe drin? Hä? Ich hatte 10 Waffen. Jetzt habe ich nur noch 8. Habe ich aus Versehen eine Waffe verkauft? Oder habe ich die hier reingepackt? Ne, Moment, eine habe ich. Genau, eine habe ich der Andrea gegeben. Und eine habe ich wahrscheinlich. Bin mir nicht sicher, ob es die Minigun war. Die Mikro ran, dass ich die ins Schiff gebracht habe. Das könnte hinhauen.
mit der Möbel-Einbautaste. B. B, 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 B. Geht nicht. Ah ja, gut, dann schauen wir jetzt mal. Geht's hier runter? Ja. Ich glaube, wir machen jetzt einfach mal die nächste Mission. Und ich glaube eh, dass wir hier nichts so einfach lagern könnten. In dem. Oder warte, komme ich an mein Inventar ran? Kann ich da Sachen rausnehmen? Ich teste das nur mal. Nee. Dann macht das eh keinen Sinn als Lagerplatz. Wir müssen jetzt unbedingt mal mit dem Schiffshändler reden. Wir haben nämlich Schiffe zum Verkaufen und wir könnten an unserem Schiff vielleicht irgendwie mehr Lagerraum anbauen oder so. Zu viele Cheater im Spiel. Ich spiele über Xbox. Muss aber Crossplay anhaben, damit die Lobbys schnell gefunden werden. Da hat man auch die Cheater dabei wegen dem PC. Ah, oh, das ist natürlich fies. Ist das so leicht mit dem PC da zu cheaten? Ich dachte, das hätten die inzwischen relativ gut unter Kontrolle. Ah, okay. Wow. Ui. Ich habe gerade echt so einen kleinen Adrenalinkick gehabt beim Runterspringen. Ich finde immer einen Weg, ja. Und da ist immer so ein Wettlauf. Wenn eine Cheat-Möglichkeit verhindert wird, dann wird die nächste gefunden. Puh, schaffen wir den Sprung von hier in den Raumhafen? Vielleicht mit Anlauf? Juhu! Huste! Das klappt. Das klappt. Mitten im Restaurant gelandet. Cool. Andrea? Die habe ich jetzt. Ich glaube, die habe ich jetzt irgendwo verloren. Die kommt schon wieder. Oh, ich kann im Baum landen. Ich bin ein Vogel. Tschüss. Oder naja. Jetzt habe ich gerade bei dir das Chatback im Stream gesehen und bin gedankenverträumt in meinem Spiel die Klappe runtergesprochen. Oh. Ja. Gut. Was spielst du denn? Und ich hoffe, du hattest auch ein Jetpack. Oder ein Fallschirm wenigstens. PC ist echt schwer zu hacken. Hat kaum Hacker. PS5 ist da eher die Schwachstelle. Also ich kenne mich nicht aus. Greetings, Captain. Du spielst Deep Rock Galactic. Ah. Always a satisfying moment to return to your ship. Hast du deinen Sturz dann überlebt? Ach warte, ich wollte doch zum Schiffstypen. How are you easing into things? Mensch. Yes, I would say that. Ich könnte mir, glaube ich, ungefähr 30% meiner Spielzeit sparen, wenn ich nicht so planlos unterwegs wäre manchmal. So. Verkaufen. Verkaufen. Aber das auch noch.